Hey Leute, hier ist wieder Alisa von Schatzis bei Outlast. Wir sind gerade hier, wo die ganzen Leichen von der Decke hängen. Und müssen jetzt hier lang. Wenn ich gar nicht will. Ups. Da kommen wir her. Okay. Tisch. Okay. Hier geht's nicht lang. Steht hier, wo ich lang muss. Hier Merkiff Advanced Research System. Wohltätigkeitsprojekt. Nee. Ich hasse so Musik. Pass. Okay, ich weiß, wo ich lang muss. Little Pig. Fuck. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. Sohn, sie werden auserwählt. Sie wurden auserwählt. Wir wurden auserwählt. Sehr schön. Ach du Scheiße, was war das? Hab ich mich erschrocken? Neues Ziel. Fliehe aus der Nervenheilanstalt. Benutze den Sicherheitsterminal. Sicherheitsterminal. Da haben wir nichts Neues. Schade. Ja, was war das? Läuft das hier noch rum? Proclaim the Gospel. Interessant. Eine Akte. Keine Batterien. Treff den Zugriff, Psychiatriezentrum. Eine schriftliche Erklärung wurden vor dem Direktorenausschuss seitens der Merkoff Hardline Security geliefert, die Grund zu folgender Annahme hat: katastrophaler Sicherheitsbruch im Psychiatriezentrum mit drohender Gefahr um Umweltschäden. Nach unserer Überzeugung erfordert das durch eine schriftliche Erklärung und Zeugesaussagen erbrachte Beweismaterial akute Maßnahmen seitens der MHS und rechtfertigt die Ausstellung dieser Berechtigung. Sie werden hiermit aufgefordert, MHS vollen Zugang zu allen Einrichtungen und seinen Repräsentanten voller Autorität zu gewähren. Durch die Entgegennahme dieses Dokumentens verzichten Sie und alle lebenden Anverwandten auf jeglichen Anspruch auf ein Gerichtsverfahren gegen die Merkoff Corporation oder ihre Tochterunternehmen aufgrund von Maßnahmen der MHS oder aufgrund der Umstände, die entsprechende Maßnahmen bedürfen, ungeachtet jeglicher Zuständigkeit. Ist der Fette da noch oben? Da bin ich runtergeflogen, genau dorthin. Okay, ist hier irgendwas? Nee. So. Ach, das sind Fliegen, okay.
eine Batterie. Die Fußspuren führen gar nicht hierhin, oder? Führen doch, die führen dahin, okay. Hä? Ich wollte die Tür öffnen, es geht. Da will ich wieder raus. Ich würde ja einfach so toll, wie ich bin, das Fenster einschlagen. Aber leider geht es ja nicht. Sind ja Gitter vor. Okay. Hier kann ich rein. Kann ich da drüben? Ist da noch was? Ich würde mich mal gründlich hier umgucken. Hinten geht's auch noch lang. Da geht's runter. Da sitzt irgendwer. Ich will gar nicht so genau wissen, wer. Wo gehen wir denn jetzt hin? Da nicht. Haben wir das geklärt? Da nicht. Entschuldigung. Mami. Ich geh doch hier lang. Sind noch eine Tür? Da war ich schon. Kommt der da raus? Warum spiele ich das für euch? Will mir das mal jemand verraten, warum ich das spiele? Welcher Vollidiot hat mir das vorgeschlagen? Echt? Mann. Fuck. Hast du sowas? Mami. Nein, nix. Nada, niente. Hier ist auch Blut. Hier ist auch Blut. Das ist interessant. Kommt da was? Nee. Eine Akte. Therapiestatus. Morphogenetische Antriebsaktivität stabilisiert sich etwa gegen 20 Uhr. Fortfahrung mit Stufe 3 Hormonen. Risiko behaftet. Um wen geht's eigentlich? Project Wallrider Walker. Okay. Diagnostik. Spirometrie ergab leichte bis mittlere bronchiale Akkumulation. MRI-Scans übereinstimmt mit gemeldeten Träumen des Patienten. Anmerkung: Walker wurde aufgrund seiner selbst zugefügten Verstimmungen in Fixierung befragt. Die Fixierung musste aufgrund seiner enormen Körpergröße angepasst werden. Extensive Dermaleruption, ebenso übereinstimmend mit fehlgeschlagener morphogenetischer Antriebszellaktivität. Er gibt an, die Entfernung seiner Stirnhaut erlaube ihm eine wahrhafte Sicht, vermutlich zurückzuführen auf seine Art Kindheitserfahrungen mit Tuatara-Echsen und ihren parietalen Augen. Er zeige sich besorgt über sein Fleisch, insbesondere um seine Lippen und Nase herum. Das Pflegepersonal sollte angewiesen werden, auf weitere Verstümmelungen zu achten. Die mentalen Traumata, die er während seines Dienstes in Afghanistan erlitten hat, schienen den Fortschritt des MA-Prozesses zu behindern. Seine vorherrschende Fixiertheit verstärkt durch die Therapie stellt eine manische Übertreibung militärischer Sicherheitsprotokolle dar. Eine Fortsetzung sowohl chemischer als auch physischer Fixierung wird nachdrücklich empfohlen. Ich könnte den Ton ausmachen, dann wäre das nicht so gruselig. Okay. Scheiße, da sitzt der Kerl im Rollstuhl.
Das Klopapier. Willst du Klopapier? Mach nix, mach nix, mach nix. Sei lieb, sei brav. Du musst. Wie sieht der denn aus? Guck mich. Guck mich mal an. Guck in die Kamera. Ich hab gar keine Kamera. Ist nur Notiz? Muss ich da rein? Alter, hier sitzen drei. Guck, du siehst ja noch normal aus. Ohne Notiz. Wir lesen erst die Notiz. Gebrochene Männer und was steht da? Gebrochene Männer und tote Fernseher. Eine Reihe gerochener Männer, die riechen so gut, ne? Start auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist. Aber sie sind nur noch eine Hülle. Also wenn hier diese gebrochenen Männer schon nur noch eine Hülle sind, dann bin ich danach auf jeden Fall tot. Denn da draußen ab. Lebst du? Ist tot. Wie brauche ich den? Sicherheitsterminal. Okay. Was greift mich jetzt auf dem Rückweg an? Keine Batterien hier? Echt nicht. Ich bin in einem Rollstuhl. Oh, Mami, ich hab doch Angst vor dem Rollstuhl. Nein, eigentlich. Stirb! Geh weg! Komm, lass nach dem Treten. Töte! Die Wand an. Es dreht noch der Kerl. Okay. Ich gehe hier einfach so, ne, rein. Dabei könnte hier jederzeit auch so ein Arschloch auftauchen. Okay, wo muss ich jetzt lang? Was muss ich jetzt damit eigentlich tun mit der Karte? Ja, okay, da steht eigentlich nichts drin, ne? Inventar, die Schlüsselkarte für den Sich... Ja, das weiß ich. Scheiß Musik. Proclaim the Gospel, das wissen wir aber schon. Die Waffe hin, das Arschloch. Du kannst nach hinten schauen, indem du Q oder... Ja, weiß ich. Ist aber nicht nach hinten. Das ist ein Spiegel. Es ist eine schöne Toilette. Naja. Witness. Toilette.
Toilette mit Arm. Warum sind die Toiletten Arme? Hoch. Keine Batterie. Nicht hin. Ich versteck mich. Bleib schön hier, Mami. Oh Scheiße, da kommt wirklich was rein. Der Dicke! Fuck! Grober Dreckskerl. Dieser riesige Dreckskerl verfolgt mich! Ich habe einen Patientenakte über einen Chris Walker. Einen Ex-Militärpolizisten. Der mehrmals in Afghanistan war. Ein Großteil des Blutes an diesem Ort ist durch ihn geflossen, aber nicht alles. Gott sei Dank. Das ist ekelhaft, guck ich dir mal an. Mach hier aber jetzt mal Ende, weil sonst wird die Folge zu lang und ich krieg gleich einen Herzkasper. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich sag tschüss, das war genug Horror für eine Folge. Bis dann bei der nächsten Folge Outlast.